Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Bus-Simulator 18. Ja, wir haben eine Aufgabe. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Aufgabe wir haben. Kaufe einen neuen Bus, das haben wir gemacht. Stelle einen neuen Fahrer ein, das haben wir noch nicht gemacht. Und generiere Einkommen auf einer Strecke mit einem Fahrer. Jetzt bin ich gerade überlegen. Moment, bei Angestellte muss man draufklicken. Ja, wenn ich hier was lesen könnte, so jetzt. Sind natürlich alles Lehrlinge. Einmal Alexandra Hauser kann diesen Bleistift auf der Nase balancieren. Trick, hat Angst im Dunkeln. Vielleicht für Nachtfahrten nicht unbedingt so gut. Liebt Vogelsafaris und lange Strandspaziergänge. Dann der Alex, der mag die Farbe rosa. Ein nicht besonders toller Horrorfilm. War mal Taxifahrer. Oh, hört sich gut an. Konnte aber nicht mit dem Stress umgehen. Das hört sich nicht so gut an. Hat noch nie Schnee gesehen. Dann gibt es nochmal einen Alex. Keinerlei Erfahrung als Busfahrer. Geht jeden Sonntag in die Kirche. Ananas ist sein absoluter Lieblingspizzabelag. Ja, ich sag mal, der zweite wäre jetzt wahrscheinlich nicht so günstig, denke ich mir mal. Die Alexandra konnte nicht mit dem Stress umgehen. Ja gut, ist Taxifahrer halt, ne? Ist ja was anderes dann hier als Busfahrer. Aber ich würde sagen, den weisen wir trotzdem mal ab. Dann ist die Frage zwischen dem Bleistift auf der Nase balancieren Trick und keinerlei Erfahrung als Busfahrer. Heißt aber nicht unbedingt, dass er schlecht ist. Ich würde sagen, ich werde den Typen mit dem Ananas als absoluten Lieblingspizzabelag einstellen, nicht abweisen, einstellen. So. Alexander können wir immer noch später nehmen. Dann wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Hallo? Wir haben doch schon zwei Busse. Das reicht doch erstmal für zwei Fahrer. So, generiere Einkommen auf einer Strecke mit einem Fahrer. Wir können jetzt noch nicht ausweiten. Wahrscheinlich meinte die das nur, wenn das alles soweit funktioniert. Jetzt bin ich am Überlegen. Moment, das sind quasi fast alle und das ist nur eine kleinere Strecke. Ich würde sagen, dass wir dann hier den Fahrer zuweisen. Und der nimmt den zweiten Bus. Dann kann ich nämlich mit dem ersten Bus fahren. Nehme ich an, dass ich dann hier mit dem anderen Bus fahre. Erwarteter Gewinn 14.000. Wir beginnen jetzt erstmal eine Fahrt, weil so wie ich das verstanden habe, müssen wir dann diese Fahrt beginnen, wenn wir mit ihm etwas regenerieren wollen. So, am Tag wäre ganz gut. Der Rest steht alles auf Standard. Rundfahrt ist aus, das ist ganz wichtig. Das musste ich ja für irgendwas anmachen. Ja, dann starten wir mal. So, ich habe absolut keine Ahnung mehr, was ich hier eigentlich alles machen muss. Ich habe jetzt schon so lange nichts mehr gemacht, aber ich hoffe, ich weiß noch so einigermaßen alles. So. Ich hatte die auch relativ gut eingestellt, die Bremsen. Also, blauer Typ. Ja, sehr gerne. Einmal Tag, Standard. Zack. Und wie immer brauchen wir mal Wechselgeld. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, gerne. Den blauen Typ müssen wir trotzdem noch mal eben kontrollieren gleich. Und die Kleine hier müssen wir auch nochmal kontrollieren. So. Mit C komme ich raus. Hier Fahrkarte, ist die Fahrkarte. Klar. Okay, super. Dankeschön. Dann fahren wir einmal weiter. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Ja. Jetzt fahren wir natürlich die lange Strecke, ist aber nicht schlimm. Eventuell kann das dann die ganze Folge dauern. Muss ich mal gucken. Ach, wie schnell fahren wir denn eigentlich gerade? Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wieder geblitzt werde. Ich
glaube, mehr als 50 darf man nicht fahren. Ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich bin noch nicht in der 30er-Zone geblitzt worden. Ich meine, ich bin, wenn, dann geblitzt worden, wenn 50 war. So, irgendwo hier, da vorne rechts, kommt die Bushaltestelle. Sehr schön. Nächster Halt, Zellermann-Forschungszentrum. So, wer einsteigen möchte, bitte vorne einsteigen. Noch habe ich den Überblick. Eine Fahrkarte, bitte. Die dunklen Oberteile, der in Orange ist in Ordnung. Tag, Standard, eine Fahrkarte. Zack. Danke. Das Falsche. Und der weiß nicht. Ich habe gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin Hunde. Hier. Mhm, du bist hundemüde. Das war jetzt der Typ mit der Fahrkarte hier, oder? Na klar. Na klar. Okay. Frauen waren, glaube ich, alle vorher schon drin. Ich hoffe, das war jetzt richtig. So, schön bremsen. Dankeschön. Bus hat immer Vorfahrt. Sehr gut. Der hört ziemlich laut Musik. Ja, was soll ich da jetzt machen? Soll ich jetzt hier mitten auf der Straße stehen bleiben? Müsste ich eigentlich, ne? Weil da hinten ist die nächste Haltestelle. Wie war das noch gleich? Boah. So, hören Sie mal hier. Es war cool. Hallo, ich kann so nicht fahren. Viel zu laut hier. Dankeschön. Das geht ja auf keine Kuhhaut hier. So. Muss ich da noch blinken? Ich bin mir nicht sicher. So, geradeaus komme ich jetzt. Hatte ich Vorfahrt? Ich glaube, ich hatte Vorfahrt. Sehr schön. Oh, ich wollte gerade schon sagen, ich bin doch noch nicht so schnell. Aber das war gar nicht der Blitzer. Man hört den Blitzer ja auch sehr selten, ne, wenn er blitzt. So, einmal stoppen bitte. Heute sind wir was schneller unterwegs. Möchte noch jemand raus? Niemand, bevor sich gleich wieder irgendeiner beschwert hier. Na gut. Ich kenne das ja, dann beschweren sie sich wieder. Warum haben sie mich nicht rausgelassen? So. Oh. Ich wollte gerade noch sagen, bis 20 ist, glaube ich, okay. Aber ich wollte nicht auf 2 runtergehen. Das war vielleicht doch ein bisschen wenig. So, geradeaus ist noch eine Haltestelle. Da möchte auch noch jemand raus. Sehr gerne. Ach, und schon wieder ist hier... Nee, können die sich nicht um die Straßen kümmern? Immer wenn man hier am Fahren ist, ist hier irgendwas im Weg. So. Einmal aussteigen, bitte. Mhm. Ich würde ja auch für alle jetzt hier hinten aufmachen, aber dann kommen sie wieder total unkoordiniert hier alle raus, rein. Bin schon zu spät. Ja, gerne. Einzelfahrkarte in Standard, kommt sofort. Danke. Gerne. Ja. Ebenfalls Einzel als Standard, kein Problem. Danke. Gerne. Der ältere Herr und die beiden, die jetzt hinter mir sitzen, die müssen wir nochmal kurz kontrollieren. Na klar, hier. Oh, bitte. Ah, ja. Hier. Bitte. Ja. Sehr schön. Dankeschön. Sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank. Schaffe ich noch. Leute, hier ist eine Vorfahrtstraße. Fahrt! Du Idiot, hast hier hinten nichts verloren. Du musst auf der Kreuzung stehen, wenn du abbiegen willst. Na, ich wollte gerade selber fahren, ja. Mann, die einfachsten Verkehrsregeln kennt man ja nicht. So, geradeaus haben wir jetzt auch noch eine Bushaltestelle irgendwo. Und meine Stimme ist auch schon wieder weg. Das ist doch super. Das ist immer, sobald ich irgendeine Aufnahme gemacht habe, denkt sich meine Stimme, nö, nicht mit mir. Hi! Hi! Ich bin der andere Bus. Ich bin die andere Linie. So, haben wir sie alle gesehen? Die da hinten? Ne, man kann sie nicht mehr sehen. Einmal alle raus. Tschüss. Arrivederci. Au revoir.
Hi. Hi, 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 hi. So, keiner hat bezahlt. Oma ist doch bestimmt wieder schwarz. Klar. Doch nicht? Hier. Wie dann? Bitte. Kein Schwarzfahrer heute. Ich fall vom Glauben ab. Schön bremsen. So, wir müssen ja. Ihr sollt nicht bremsen. Hallo? Komm, Junge, fahr, sonst überhole ich hier die Schlange. Och, Alter, ernsthaft. Nee, das tue ich mir jetzt hier nicht an. Hier ist eine Vorfahrtstraße. Da sitze ich doch jetzt hier nicht die ganze Zeit, bis irgendeiner mal auf die Idee kommt, auch wirklich abzubiegen, wenn frei ist. Nee, 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 nee. Dann nehme ich lieber den einen Katscher hier noch in Kauf. Wir sind ja heute mal von der schnellen Sorte, deswegen so 20 darf ich, glaube ich, noch darüber. Ja, okay. Das nimmt er noch an. Sehr gut. Kannst du auch in ganzen Sätzen sprechen, wenn du schon einen Busfahrer mittendrin anquatscht hier? Schöne Umgebung hier. Du darfst dich ja nicht nur auf die Straße konzentrieren. Ja gut, beim normalen Autofahren sollte man das vielleicht schon. Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Nächster Halt, Media Center Astra. So. Wir sind da. Absolut pünktlich. Danke ja. sehr. Wir sind von der schnellen Sorte heute. Wir machen jeden Tag einen neuen Charakter. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Also, die hinten habe ich schon kontrolliert und keiner von diesen Idioten hier hat jetzt irgendwo... Zeigen Sie mir doch mal Ihr Fahrticket. Habe ich Ihnen... Achso, dann war die Augen. Schon... Wo hab ich denn... Sie ist... Sie war... Hier. Heute gar keine Schwarzfahrer. Ich meine, Leute, was ist mit euch los heute? Ich habe normalerweise bei jeder Fahrt einen Schwarzfahrer dabei. Und jetzt steigen hier einfach alle ein und keiner fährt hier schwarz. Ich glaube, die haben alle Angst gehabt mittlerweile. War das jetzt gerade ein Blitzer? Ich habe es nicht richtig gesehen, ehrlich gesagt. Wir fahren aus dem Astra Park heraus. Nein, wir fahren nicht heraus. Wir sollten ein bisschen langsamer fahren hier. Obwohl eigentlich... Nee, wir fahren heraus und direkt wieder herein, so wie das beschildert ist. Das ist auch nicht schlecht. Oh, mein Bauch. Kann ich gut nachvollziehen. Das ist immer, wenn man Pillenpause hat. Dann hat man so Krämpfe im Unterleib. Aber das hat, glaube ich, ein Mann gesagt. Vielleicht war es auch nicht davon. Vielleicht muss er dann mal dringend auf Toilette. Aber es liegt nicht an meiner Farbe. Was? So viel kann ich euch sagen. Wie bin ich denn hier gelandet? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Wenn du da verpennst, kann ich ja nichts dafür, ne? Kannst aber gerne die nächste aussteigen, weil wir halten nämlich hier an. Das ist Endstation, glaube ich. Ja, Endstation. Westspeicher. Endstation. Bitte alle aussteigen. Genau, bitte alle aussteigen. Auch die, die verschlafen haben. Dürfen sie auch gerne hinten aussteigen, weil hier kommt ja eh kein neuer rein. Danke, schönen Tag noch. Bis dann. Wiedersehen. Bis dann. So, erstmal für die eigene Sicherheit natürlich sorgen und erstmal hier alles zumachen. Ah, ich wusste es. Ich wusste es, dass hier noch jemand Müll hinterlassen hat. Wobei der mir das wahrscheinlich auch gesagt hat. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. So, Dankeschön. Ich habe zwar Leerfahrt, aber Dankeschön. Ich habe trotzdem Vorfahrt, glaube ich. Auch Busse mit Leerfahrt haben Vorfahrt, ne? Soweit ich weiß. Leute, ist... Boah, dein Ernst jetzt? Ich war so weit weg, habe ich zumindest gedacht. Moment, da muss ich hier mal eben rauskurbeln. Oder auch nicht. Oh, Leute, ganz ehrlich. Hier ist Vorfahrt. Oh, hier ist gar keine Vorfahrtstraße. Scheiße. Ach, mach dich mal weg hier, blödes Auto. Komme ich hier noch raus? Scheiße. Kann ich den irgendwie wegschieben? Moment, ich muss mal kurz hier rauskurbeln, ja? Ich muss mal eben hier rauskurbeln. Oh, ich glaube, heute wird das teuer.
Aber man muss das Ganze ja auch mal ein bisschen mit Humor nehmen. Man darf ja nicht immer nur so 1:1 perfekt fahren, finde ich. Das können wir dann in der nächsten Runde nochmal machen, so perfekt fahren. Hier habe ich aber Vorfahrtsstraße. Wieso stehen die Schilder eigentlich immer erst an der anderen Straßenseite, wie in Amerika? Das hat mich letztes Mal, bei American Truck war das, genau, da hat mich das auch schon so sehr gewundert. Wo willst du hin? Du willst hier abbiegen, okay. Ich falle da jetzt nicht wieder drauf rein. Ich muss nämlich nicht da rauffahren, sondern muss hier rauffahren. Ich habe übrigens festgestellt, ich muss gar nicht reinfahren. Ich kann hier schon Ende drücken. Haha. Ja, 4000. Ich meine, ne? Ich habe halt einmal übersehen, dass es doch keine Vorfahrtstraße war. Okay. Es war heute die schnelle Runde. Also, ne, ich hatte heute einen Bleifuß, tut mir leid. Ich meine, 4000 ist dafür, beziehungsweise 3900 ist dafür ja eigentlich noch nicht viel. Wir haben ein neues Dekal und ich weiß immer noch nicht, was das ist. Und eine neue Farbe in Schwarz. Hallo? Ja, 4 Kollisionen. Gut, das war jetzt eine. Ja, doch, das waren, glaube ich, 2 Kollisionen, als ich da über die Ampel drüber gefahren bin. Wollen wir mal nicht drüber reden, ne? Wartung, wir brauchen keine Wartung, nein, nein. Ein Fahrer, den du einer Strecke zugewiesen hast, hat Einkommen basierend auf deinem besten Ergebnis. Oh. Ach so, aber auf meinem besten Ergebnis, also kann auch schon vorher gewesen sein, ja. Du kannst ständig überprüfen, wie profitabel eine Strecke ist. Okay, also er hat jetzt das hier unten gemacht. Wenn ich das richtig verstehe. Und hier oben, das habe ich jetzt heute gemacht. Ja gut, nee, Tutorial beenden wollen wir nicht. Wir wollen jetzt weiter hier rein. So, dann transportiere mindestens 180 Passagiere. Das konnte man doch irgendwo sehen. Nee, Statistiken, 180 Passagiere. Irgendwo habe ich das mal gesehen. Transportierte Passagiere. 96. Leute, 96 Passagiere. Ich muss die, glaube ich, auch selber transportieren, nehme ich an. Also es reicht nicht, wenn meine Fahrer die transportiert haben. Ja, dann würde ich doch sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass ich dann erstmal noch ein bisschen so lange weiterfahre, also dann offline, bis ich 180 Passagiere hier transportiert habe, damit ich dann, also dann würden wir 40.000 bekommen, das kriegt ihr jetzt natürlich nicht mit. Beim nächsten Mal, wenn ihr das Video anschaltet, müssten wir dann, ach so, nee, da müssten wir nicht 110.000 haben, sondern entsprechend natürlich mehr, weil ich da vorher noch Runden fahren werde. Ja, da könnt ihr euch jetzt nicht. Also wir kriegen auf jeden Fall 40.000, wenn wir das Ganze hier dann abgeschlossen haben. Und ich werde euch auf jeden Fall dann wieder dazu holen, wenn wir soweit sind. Und wenn wir dann ja, weitermachen können. Wenn wir alleine diese 40.000 Gewinn haben, haben wir 110. Garage. Ach nee, Moment, hier oben. Es wäre dann auf Level 6, könnte ich den nächsten freischalten. Müssten wir eigentlich dazu kommen? Wie viel? Der kostet 240.000. Alter, wie teuer sind die Busse heutzutage? Vor allen Dingen die alten, die anderen, die waren noch gar nicht so teuer. Der kostet 330.000. 405, das geht ja immer höher hier. Wollt ihr mich denn? Okay, also 240.000 kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin. Aber wir können ja hier Kredit aufnehmen automatisch. Das hatte ich ja, glaube ich, auf Standard gelassen, dass das automatisch dann reinspringt. Also ist das entsprechend nicht so schlimm. Ja, dann sage ich erstmal, ich fahre nochmal so knapp 100 Passagiere hin und her. Ich hoffe mal darauf, dass noch ein Event zwischendurch kommt. Und in der nächsten Folge fahren wir dann auch wieder ein bisschen normaler. So wie ein Busfahrer. Schön gemütlich. Als ob er kurz vorm Einschlafen ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.